Recht herzlich willkommen zur 118. Folge von Simotrans. Ja, der Pumuckl 998, der hatte mir geschrieben, dass ich hier unten mit der Eisenbahn, also mit der Straßenbahn natürlich, da auch hingekommen wäre, wenn wir dieses Stück hier elektrifiziert hätten. Das war unser Problem. Wir haben hier natürlich nur Gleise gelegt ohne Strom. Und wenn die keinen Strom hat, dann fährt die da nun mal nicht lang. Ist klar. Okay, das war der einfache, ne, Fehler, den wir da hatten, und dann wäre es dann auch gegangen. Okay, jetzt haben wir es so gelöst. Können wir so lassen, denke ich. Ist auch kein Problem. Die fährt ja jetzt fröhlich hin und her. Bringt gerade, glaube ich, auch... Jetzt habe ich die Haltestelle natürlich nur erwischt. Ja. Die ist zurückgekommen. Und wir haben jetzt hier eine Bimmel-Anton, der ist aber gerade auch bis zum Ende der Straße gefahren, oder? Jetzt hält er nochmal an. Das macht ja nicht wirklich Sinn, oder? Da müssen wir uns nochmal den Fahrplan angucken von der Straba. So, der fährt. Alex im Baustoffhandel, wo ist der? Da. Dann dahin. Ist dreigleisig, glaube ich, ne? Dreigleisig, drei Bahnsteige hat der. Nee, hat er nicht. Weil der geht ja hier rein. Dann kann das da kein Gleis sein. Also da geht's nicht. Funktioniert nicht richtig. Müssten wir da auch noch ändern. Da kommt die gerade. Fährt dann weiter nach da. Da haben wir es passend. Ist dann dort. Das ist auch dreigleisig, glaube ich. Drei. Ja, Haltlänge 3, sagen wir so. Fährt dann dahin. Ach so, nee. Doch, das war da, das passt. Dann sind wir da hinten, das passt. Und dann fährt er auch wieder zurück. Nee, der da muss weg. Da hinten braucht die gar nicht hinfahren, ne? Das können wir definitiv löschen. Und dann löschen wir auch nochmal den halt. Weil das macht ja keinen Sinn, dass die da hinten hinfährt, ne? Und Hadex und Platinstraße ist da. Das müssen wir jetzt noch umbauen, dass es drei Haltlänge hat. Gut, okay, dann wissen wir das. Jetzt müssen wir nur überlegen, was wir hier machen mit der Haltlänge. Ja, wir müssten nur diese Einbindung wegmachen und da Halt hinmachen. Aber ist das so richtig? Das ist die Frage, ne? Gefallen tut mir das nicht. Alternativ wäre, hier verlängern. Da reinfahren. Und da auch die Haltestelle bauen, die ja hier vorne ist, ne? So. Und dann müsste man der Bahn sagen, dass sie da hinten den Halt hat. Weil ich wollte das hier nicht, ne? Da wächst die Stadt hier und dann ist das doof, wenn das da wäre, ne? Ach so, Strom fehlt da aber trotzdem noch dran, ne? War das hier, ne? Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber ich glaube, jetzt hat es überall Strom, oder? Ja. Gut, das haben wir dann auch. Jetzt müssen wir nochmal in die Linienplanung rein. Das ist hier. Das ist die Platinstraße. Einfügen. Bahnsteig da. Und dieser hier ist jetzt der richtige und der ist der falsche. Das heißt, den löschen wir und den da hinten soll er behalten. So, gucken, ob er das jetzt schon macht. Und warte mal, den Hinweg haben wir nicht geändert. Da müssen wir doch nochmal rein. Den Hinweg haben wir nicht geändert. Weil da ist er ja auch nochmal. Einfügen.
Und diesen nochmal löschen. So, und dann sollte er gleich passend fahren, würde ich sagen, ne? Da werden Maschinenteile transportiert, machen wir gerade schneller. So, jetzt müsste da abbiegen. Und dann da anhalten, ne? So, dann hat sie 14 und 6. 7 und 6 ist noch dran. So, verfolgen. Schneller. 11 und 6. 17 und 15. Und jetzt müsste sie schon drehen, ne? Ist das jetzt richtig? Glaube nicht. Jetzt haben wir doch noch einen Halter rausgenommen, der da drin sein musste. Ne? Das so, 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 so. Und da dreht sie schon um. Ja, alles klar. Dann haben wir doch einen Halt zu viel rausgenommen gehabt. Den nochmal weg. Den nochmal hin. Call. So. Fährt nach da. Fährt dann zur Oswaldstraße zurück. Das ist verkehrt. Also da einfügen. Diesen halt noch rein. Und dann auch wieder diesen halt da rein. So. Das ist passend sein. So, nochmal verfolgen und gucken, ob er jetzt so fährt. Fährt da rein, fährt da hin. Oswaldstraße fährt da hin, fährt zurück, hält da an. Fährt da rein, hält, passt. Gut, das funktioniert jetzt. Und fährt miese Zahlen rein, aber ich glaube, die werden weniger, ne? Kann das sein? So, mal gucken. 2, 2. Schneller laufen. Nee, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Nee, die fährt miese. Ja, ist halt so. Gut. Wird woanders von subventioniert wahrscheinlich. Dieser Postwagen, der macht's bestimmt. Ah. Der fährt aber woanders lang. Der hat null Sack, der kann es voll subventionieren. Der fährt nämlich selber miese. 2000 sogar schon. Ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Macht der überhaupt was? Kaputt hier? Ja doch, da gibt es 6 Sack Post. 2, 14, 2. Naja. Hat ein neues Jahr angefangen, deswegen hat er nicht so viele Miese gemacht. Naja, okay. Ist halt so, wird sich bestimmt verbessern, das Geschäft. Dann geht das. Gut, okay. Das haben wir dann geklärt soweit. Ja, können wir mal gucken, ob irgendeine Stadt hier jetzt gewachsen ist. Diese auf jeden Fall nicht. Ist hier was über die Grenzen gegangen? Nicht wirklich. Haben wir auch teilweise schon vergrößert. Karte auch vergrößern. Riedenburg ist zwar hier hinten gewachsen, aber ist noch abgedeckt. Waldeck hat es geschafft, dann hier endlich was zu bauen. Nicht nur Straße, sondern jetzt auch mal 2 Häuslein. So, das haben wir hier. Das bedeutet, das war die falsche Taste. Wir müssen hier gleich was bauen. Lass uns gerade hier gucken. Da ist aber nichts passiert. Also im Baldeck gerade einmal Straßenwerkzeug rausholen und Straßen bauen. Das ist hier. Das bedeutet, das kommt da lang. Ja, weiß ich nicht. So. So und so, ne? Und dann machen wir hier die Station hin. Ja.
Und den Postkasten müssen wir dann noch daneben setzen. Den wollte ich, sollte ja eigentlich hier hin, aber spielt aber auch keine Rolle. Können wir auch da einpacken. Gut, haben wir das auch gemacht. Dann müssen wir jetzt nur noch die Linie da ändern in Waldeck. Stadtbus Waldeck. Fernbus nicht. Stadtbus muss es sein. Linie ändern. Und wenn der in Waldeck die Bellenstraße ist, hier, dann können wir einfach den anfügen, dass er dahin fährt. Und wenn er da war, fährt er ja hier hin, dann fährt er wieder dahin, dann kommt er zu Libellen. Dann fügen wir da nochmal dies ein und dann ist die Linie okay. So, und dann müssen wir noch gucken, die Post läuft anders, ne? Kann das sein? Wir haben ja gar keine Post, oder? Postwaldeck, da ist sie. Die ändern wir natürlich auch. Und nach der Libellenstraße, Atom. Der kommt vom Atomlibellen, dann machen wir ihn hier zwischen. Fügen wir da ein, fährt dann zum Rathaus. Und dann fügen wir da nochmal ein, ne? Dann sollte es passend sein. Dann fährt er passend. So, sieht gut aus. Floto ist nirgends über die Grenzen hinaus. Sonderhausen hat Schnee und hat da oben gebaut, hat da unten gebaut. Oh, das sind ja einige Stellen, die wir da machen müssen. Ja. Lass uns mal gerade Lauter gucken noch. Lauter hat nichts, doch hat auch was gemacht, aber keine Häuser. Dann gehen wir gerade nach Döbeln und da unten noch hin. Da ist alles noch im grünen Bereich. Riedenburg ist abgedeckt und Adenau muss auch gebaut werden hier oben. So. Ja, Adenau und Sonderhausen. Aber ich denke mal, Adenau und Sonderhausen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann lassen wir die Folge erstmal jetzt hier gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.